Strasser DSV Race Camp ist das Besondere, dass der Linus nicht nur Testimonial ist und Namensgeber, sondern dass er das selber durchführt. Das heißt, er ist vor Ort, er finanziert das Ganze und er arbeitet mit den Kindern. Dazu kommen die besten Trainer aus dem Verband, in dem Fall angeführt von Sportvorstand Wolfgang Mayer über den Nachwuchscheftrainer und Sportdirektor Andreas Ertl bis zum Andreas Strodel, einen unserer besten Trainer im Team, die alle hier zusammen mit den Kindern arbeiten. Und in dem Fall haben sie sich verstärkt mit dem Fritz Dopfer, der auch noch mitgeholfen hat, also die Crème de la Crème des deutschen Skirennsports. Und Ziel und Zweck ist es, mit den Kindern wirklich zwei tolle Tage im Schnee zu verbringen und ihnen zu zeigen, was dazu gehört, um ein guter Rennfahrer zu werden. Die Kinder, die jetzt hier dabei sind, das sind natürlich schon die Besten, die wir in Deutschland haben, so im Nachwuchs. Aber ja, das muss bis in die Perfektion getrieben werden. Und alles, was die jetzt in dem Alter da einfach, sag mal, so ein bisschen vorgreifen und lernen, das nimmt ihnen keiner mehr. Und umso leichter tun sich dann später auch in den Stangen. Also das eine macht das andere viel einfacher. Und von daher glaube ich, ist das Allerwichtigste, das war auch bei mir der Fall damals in dem Alter, dass ich glücklicherweise da Trainer hatte, die da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt haben, dass wir gut Skifahren können. Damals mit Mario, selber ein sehr, sehr guter Skifahrer ist. Der ist mit uns nur Gelände gefahren, Eisskifahren gegangen und da auch immer eine coole Mischung gefunden zwischen dem Spaß und dem Ehrgeiz und der Fokussierung dahinter. Und ja, ich glaube, dass das auch so am besten bei den Kindern ankommt. Es war sehr lustig, weil wir haben mal was anderes gemacht als im normalen Skitraining. Wir sind hier die Wellen gefahren und haben dann auch lustige Übungen dazu gemacht. Und es ist einfach mal was anderes oder ein tolles Erlebnis. Also Stockeinsatz, dann zweimal Stockeinsatz auf der gleichen Seite, unterschiedliche Übungen, mal einfach so Hang ausgefahren, war cool. Ich finde ihn halt cool als Trainer und ich finde es auch toll, dass wir die Möglichkeit haben, mit ihm zu trainieren. Und dass wir halt auch mit dem ganzen Team trainieren dürfen. Das finanziert der Linus. Und zwar aus Eigenmitteln. Er versucht es zu refinanzieren natürlich über Sponsoren. Vielen Dank auch an meinen Kopfsponsor vor allem, der auch hier der Hauptsponsor ist, FTI, die wirklich das finanziell großzügig unterstützen. Genauso wie der Armin Vogel mit Alpenstille, der den Kindern einen Riesenrucksack, seine Skibrillen zur Verfügung stellt. Und natürlich auch den Aquadom, in dem wir wirklich gut und gerne wohnen dürfen. Die Kinder haben nach dem Skifahren dann noch die Möglichkeit, hier im Schwimmbad die Rutschen auszuprobieren und so weiter. Und das, du merkst, dass die haben da so eine riesen Gaudi dran. Und vielen Dank auch ans Aquadom. Und natürlich Sölden. Die stellen uns die Piste und die Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung. Und insofern ist das echt ziemlich klasse, was wir da aufziehen können.